Der Bauplan ist als PDF-Datei erhältlich und enthält detaillierte Zusammenstellungszeichnungen, welche zum leichteren Verständnis in Farbe gezeichnet sind. Jede Baugruppe ist noch einmal in zusammengebautem Zustand gezeichnet und enthält die Einzelteilzeichnungen. Eine schriftliche Anleitung mit Funktionsbeschreibung, Baubeschreibung und Materialliste rundet den Bauplan ab. Der gesamte Bauplan ist zweisprachig, in deutscher und englischer Sprache. Die meisten Teile müssen nach dem Übertragen der Maße nur gebohrt werden. Die Maße hierfür stehen in den Zeichnungen. Beim Zusammenbau werden sämtliche Teile miteinander verschraubt. Die Kabel werden in das Rahmenseitenteil integriert und sind später nicht sichtbar und optimal geschützt. Um das Y-Motorkabel zu schonen, sollte die Bohrung angeschrägt werden.
Der Y-Wagen erhält ein großes Loch, damit die darunterliegende Mechanik zugänglich bleibt. Zur Befestigung der Y-Mutter wird ein Holzblock gefertigt. Die Teile beim Zusammenbau möglichst genau ausrichten. Die X-Achse ist genau wie die Y-Achse aufgebaut. Vor dem Verschrauben sollten die Teile verleimt werden. Das Z-Wagen-Unterteil wird nicht mit dem Oberteil verleimt, weil es demontierbar bleiben muss. Zum Schutz des Holzes wird dieses mit offenporigem Lack gestrichen. Zum Antrieb werden Kugelumlaufspindeln verwendet. Vor dem Einbau müssen Fest- und Loslager montiert werden. Zur Führung werden Profilschienenführungen mit Lineallagern verbaut. Die Lineallager sollten vor dem Einbau gut geschmiert werden. Auch die Kugelumlaufspindel sollte geschmiert werden. Die Endschalterkabel vor dem Anbau des Endschalters anlöten. Dann den Wagen der jeweiligen Achse einbauen und mit den Lineallagern sowie der Kugelumlaufmutter verschrauben. Die Schaltfahnen für die Endschalter anschrägen und ebenfalls einbauen. Die Schrittmotoren mit Klauenkupplung werden direkt mit dem Rahmen verschraubt. Der Stecker des Schrittmotors taugt nicht viel, deshalb am besten abkneifen und direkt verlöten. Schrittmotoren und Endschalter werden über Stecker an die Schrittmotorkarte angeschlossen. Die Spannung des Netzteils vor dessen Anschluss an die Schrittmotorkarte einstellen. Ein Testlauf zeigt, ob man alles richtig gemacht hat. Zum leichteren Zusammenbau der Portalseitenteile die X-Achse als Schablone verwenden.
Die Stromverteilung wird in die Maschine integriert, um Kabelsalat zu vermeiden. Die Schrittmotorkarte etwas auf Distanz zur Klemmenkastenrückwand einbauen. Der Klemmenkastendeckel erhält eine große Belüftungsöffnung. Beim Zusammenbau der Module auf die richtige Ausrichtung achten. Vor dem Anbau des Klemmenkastens das Kabel des X-Endschalters in den Klemmenkasten führen. Zum Anschluss des Netzteils ein Verlängerungskabel durchtrennen und die einzelnen Adern nach Herstelleranleitung anklemmen. Vorsicht, der Stecker darf nicht eingesteckt sein. Den Anschluss der Schrittmotorkarte fertigstellen. Die Z-Achse auf dem X-Wagen ausrichten und verschrauben. Zum Befestigen der Werkstücke auf dem Y-Tisch wird die Tischplatte mit Einschlagmuttern bestückt. Zum Schutz der sensiblen Teile vor Spänen und Schmutz werden Faltenbälge hergestellt. Die Fräsmotoraufnahme gut ausrichten, damit der Fräsmotor gerade angebaut wird. Eine Opferplatte verhindert, dass in die Tischplatte gefräst wird. Als erstes habe ich den Umriss der maximalen Bearbeitungsfläche in die Opferplatte gefräst. Die Kabel der X- und Z-Achse müssen für die X-Bewegung gebündelt und sauber verlegt werden. Die dafür erforderlichen Teile können direkt auf der Fräse hergestellt werden. Zum Schutz der Kabel werden diese mit selbstgefrästen Abdeckungen versehen. Damit die Werkstatt nicht zustaubt, wird eine Halterung für den Staubsaugerschlauch gefräst. Spannbratzen und Treppenböcke werden ebenfalls aus Holz gefräst.